So, drei Länder Enduro Trail heißt der Trail hier. Bisher ist es eher drei Länder Enduro Piste, aber okay. Ha, nice. Ah, jetzt wird es vielleicht hier trailiger. Jawohl, oh ja. Ah, das sieht schön aus. Krasses Ding mit dem Geländer hier. Kommt mir vor wie auf so einem Race. Okay, gut. Doch trailig. Ja. Ist schon schön trailig hier. Sehr gut. Oh, okay. Servus, vielen Dank. Gerne. Dankeschön, schönen Tag euch. Ja, geil. Kommen wir jetzt mal in der Nähe der Schweiz. Gibt es hier so die Schweizer Herangehensweise mit Shared Trails? Sehr schön. Weg, nee, ja, links. Rechts ist gesperrt für Biker. Da halten wir uns auch dran. Selbstverständlich. Ah, hier ist wieder ein bisschen klitschig, rutschig. Noch relativ feucht. Oh, die Wurzeln. Wow. Oh, die Wurzeln. Oh. Uiuiui. Ganz plötzlich glitschig hier die Wurzeln. Hier ist mal richtig feucht. Ah, geil, nice. Ah, Scheiße, das war jetzt nix. Naja. Hä? Ah ja. Okay, so relativ klare Routenführung hier, was erlaubt ist und was nicht. Aber das passt schon. Also heute ist natürlich nichts los, aber wenn hier was los ist, dann macht es schon sehr viel Sinn. Servus! Ach, Scheiße! So, hinter uns sind jetzt gerade zwei Cross-Country-Tourenbiker, die machen ordentlich Druck hier beim Anstieg. Da würde der Conny sich freuen.
Was hier wieder Gefahr? Was soll, was ist das mit Gefahr hier? Das macht irgendwie so, ich weiß nicht, ja gut, ich meine halt, wenn man schnell runterkommt oder so, aber... Gefahr, wir fahren gefahrenvolle. Tja, scheint ein sehr wurzeliger Wurzeltrail zu sein. Jetzt bei Feuchtigkeit, oh, auf jeden Fall nochmal anspruchsvoller. Algen. Oh, okay, das ist echt krass. Den nassen Wurzeln. Okay, das passt nicht. Da war der Lenker zu breit. Also Wurzeln und Feuchtigkeit sind absolut nicht meins. Hast du ihn übrigens gut abgefangen wieder. So, unter den momentanen Bedingungen ist es hier wahrscheinlich so mit der krasseste Trail gerade eigentlich. Hier bei den drei Länder Enduro Trails. Also diese schrägen und queren Wurzeln. Fast alle richtig glitschig. Das ist schon ordentlich. Puh. Auch so psychologisch halt. Sicherlich super flach auf der GoPro. So glitschy Wurzelmassaker hier. Hier ist wenigstens halbwegs trocken irgendwie. Dann geht es auch halbwegs. Oh. So, Bernd hatte sich gerade mal kurz... Ich rede nur mit der Kamera. Bernd hatte sich gerade mal kurz vom Trail in den Wald verabschiedet, unfreiwillig. Deswegen, der muss jetzt gerade erstmal ein bisschen das Adrenalin abbauen. Jo, ah, hier sieht es doch wieder irgendwie nicht mal so crank aus. Das war aber echt schon ein krasses Wurzelmassaker. Also man kennt es, aber das war schon so an der Skala eher recht weit oben anzusetzen. Also zumindest bei Nässe würde ich denen da dann recht geben mit Schwarz für den Trail. Auch schön einsam hier wieder gerade, gell? Ja. Schön einsam hier gerade wieder. Trail Ende. Ach nee, das war gar nicht der Elven Trail. Okay, krass. Oh, also der war jetzt rot gerade. Der schwarze kommt noch. War jetzt hier gerade Pistentransfer. Aber das sieht so schön aus da. Also mit dem Schnee auf dem Gipfelnetz, hey. Wie Kanada. Gerade wie in Kanada.